Wenn sich Sebastian Kehl und Roman Weidenfeller für ihre soziale Stiftung Roter Keil engagieren, sind das immer ganz besondere Abende. In dieser Woche stand vor allem Kehl bei einem Charity-Dinner noch mehr im Mittelpunkt als sonst. Am Samstag werden ihn die Dortmunder das letzte Mal in einem Bundesligaspiel mit dem BVB erleben. Ein emotionaler Saisonabschluss. Ich konnte mich ja schon etwas länger auf diesen Zeitpunkt vorbereiten. Demnach ist mir das jetzt schon natürlich bewusster und bewusster geworden in den letzten Wochen. Trotzdem habe ich versucht, diese Zeit zu genießen bis dato und alles auch mitzunehmen. Und dass wir sportlich am Ende jetzt nochmal die Möglichkeit haben, auch erfolgreich zusammen, das würde natürlich auch die Karriere ein Stück weit noch mit abrunden und auch krönen. Und deswegen werde ich versuchen, am Wochenende nochmal alles zu geben, mit einem tollen Erlebnis dieses Stadion dann auch zu verlassen. Für Kehl wird die Saison und seine Karriere nicht mit der großen Enttäuschung enden, die man mit Platz 18 in der Winterpause befürchten musste. Vielmehr kann der BVB gegen Bremen sogar noch die Teilnahme an der Europa League sichern. Das Spiel am Wochenende gegen Bremen ist sehr, sehr wichtig für den Verein, für das internationale Geschäft, einfach auch für die Mannschaft im nächsten Jahr. Und das ist erstmal das erste Ziel. Borussia Dortmund will die Saison 2014-15 auf keinen Fall als völlig misslungen in der Vereinshistorie abheften. Die letzten beiden Spiele in Schwarz-Gelb sind für Sebastian Kehl echte Endspiele. Denn eine Woche später folgt noch das Pokal-Endspiel gegen Wolfsburg. Besser hätte man Kehls Karriereende wohl kaum inszenieren können. Natürlich ist das Finale in Berlin und das Highlight am Ende dieser Saison nochmal ein sehr, sehr großes, das wir uns hart erarbeitet haben. Und wir hoffen, dass wir diese Chance nutzen können. Es wäre der versöhnliche Abschluss einer verkorksten Saison. Und für Sebastian Kehl und den BVB die beste Vorbereitung für das Pokalfinale.